Gehst jetzt mit? Oma, mir pressiert, sie muss mich im Reisebüro vorstellen. Und wenn es mir nicht pressiert, dann darf ich auch nicht hingehen. Weil mich das sowieso bloß aufregt hat. Und wenn ich du war, darf ich auch nicht hingehen, weil sie du auch bloß aufregst. Ich reg mich nicht auf. Dann regst du halt nicht auf. Ich reg mich auch nicht auf. Dann kannst du genauso gut da bleiben, weil nicht aufregen kannst du daheim. Du hast ihm das Geschäft verpacht und wenn das Haus jetzt eingerissen wird, dann kannst du nicht dafür krank sein. Vertrag ist Vertrag. Wir haben ja gar keinen Vertrag. Wir haben es ja damals nur so abgemacht. Das ist doch ganz wurscht, dann ist es eine mündliche Vereinbarung, das zeigt genauso. 3,5 Jahre hat er Zeug, also muss er weiterzahlen. Aber da mache ich schon was. Da rede ich mit dem Dr. Böhm, das ist ein Rechtsanwalt, der gibt jeden Mittwoch zur Suche in Wirtschaft wieder. Da mache ich was, weil so geht es ja nicht. Da macht man nichts. Ja, warum denn nicht? Weil ich kein Geld nicht nehme von einem Mann, der selber kein Geld hat. Verstehst du das nicht? Doch. Oma, reg dich nicht auf. Ihr regt mich nicht auf! Geht's doch zu! Mach dir doch keinen Auflauf! So, meine Herrschaft, jetzt geht's zu! Was ist denn da los? Sie sind zu! Sie gehen mich nicht, okay? Ja, ja. Obdacht haben Sie, das dürfen Sie gar nicht. Da finde ich mich nicht aus. Sie haben mich überhaupt nichts zu berühren, wenn ich Ihnen das nicht extra erlaubt habe. Das wissen Sie ganz genau, gell? Erstens mal habe ich einen nicht berührt und angelangt habe ich einen schon zweimal nicht, gell? Und das ist eine Behauptung, was Sie da feststellen, gell? So, ich habe nämlich Zeugen da, meine Herrschaft. Sie, die Frau da. Die Frau, die hat ein Geschäft in dem Haus. Ja, und ja. Was hat sie jetzt? Jetzt hat sie ein Geschäft gehabt. Vielleicht überlegt sie sich einmal, was das ist, wenn eine Existenz ist. Ich brauche nicht überlegen. So, meine Herren, das geht's. Wie heißen Sie denn? Das will ich schon wissen, wie er heißt. Ich hab doch gar nichts getan. Das sind doch Sachen, von denen wir gar nichts wissen. Nichts hat's so, getan. Herr Polizist, ich möchte Ihnen bloß sagen, dass ich den Kriminalrat Belzer gut kenne, gell? Von mir aus kennen Sie, wem Sie wollen. Und zwar sehr gut kenne ich den. Da werden Sie noch von mir hören. Gell? Weil die Zeiten sind nämlich vorbei. Polizeistaat. Was ist mit Polizeistaat? Geht's zu, meine Herrschaft? Geh jetzt lieber. Das ist eine Gemeinheit. Das Mädel hat ja gar nichts getan. Aber das geht uns nicht so. Bleib's da, gehen wir. Na, da geh ich jetzt lieber. Wir sind doch verboten. Vorsichtig, ja. Ich habe die nicht verboten, aber wir nicht. Was machen Sie mit dem Mädel? Wieso? Sie können doch nicht jemanden verhaften, der nichts getan hat. Wir mischen Sie mir da nicht ein. Hallo? Warum verhaften Sie dieses Fräulein? Bei uns wird niemand verhaftet. Das ist nur eine Ausweiskontrolle. Das Fräulein hat hier demonstriert, hat die Abbrucharbeiten behindert und außerdem hat sie keinen festen Wohnsitz. Und das überprüfen wir jetzt. Und jetzt geht's heim, gute Frau. Den Frau Heisler, jetzt, hallo. Jetzt gehen wir. Da hallo. Haben Sie meine Kindkarte. Und das Fräulein wohnt bei mir. Die wohnt bei Ihnen? Ja, das Fräulein wohnt bei mir. Ja, logisch habe ich mittlere Reife, aber ich sage Ihnen doch, dass man das nicht zur Rechnung hat, weil eigentlich habe ich ja viel mehr als eine mittlere Reife. Verstehen Sie? Also haben Sie Abitur? Nicht direkt. Verstehen Sie? Was nicht direkt? Haben Sie jetzt eine mittlere Reife oder haben Sie jetzt ein Abitur? Schauen Sie, ich sage Ihnen doch, dass man das nicht zur Rechnung hat, weil was ist eine mittlere Reife? Eine mittlere Reife ist gar nichts.
Verstehen Sie? Eine mittlere Reife ist in jedem Fall 6 Klassen Oberschule. Haben Sie das? Das habe ich leicht, weil genauer gesagt habe ich 7 Halbklassen. Aber da kommen wir schon wieder vom Thema ab. Was ich sagen wollte, ist, dass die Begriffe alle ganz falsch sind. Weil Reife, das ist ja nichts, was man in Zahlen ausdrücken kann. Jedenfalls nicht bei einem Menschen. Bei einem Käse vielleicht. Da ist das was anderes, aber doch nicht bei einem Menschen. Verstehen Sie? Schauen Sie, eine mittlere Reife waren ungefähr 50%. Das waren mit meinen 7,5 Klassen waren es ungefähr 75-80%. Das ist ja ein Blödsinn. Weil dann hätte ich ungefähr eine Dreiviertelreife. Das ist ja ein Blödsinn, das denken Sie ja selber. Mhm. Welche Fremdsprachen können Sie denn? Fremdsprachen? Ja, können Sie Englisch, Französisch oder? Englisch. Englisch ist sogar Fremdsprache in dem Sinne. Das spricht heutzutage schon jeder. Fremdsprachen sind für mich, sagen wir mal, Chinesisch. Oder Indisch. Oder so bestimmte indische Dialekte, die vom indogermanischen Sprachstamm wieder so stark abweichen, dass schon wieder Eigensprache für sich sind. Das sind für mich Fremdsprachen. Und wenn Sie mir so fragen, dann muss ich Ihnen ehrlich sagen, Chinesisch kann ich nicht. Das sage ich Ihnen gleich, da möchte ich nicht legen, aber das genieren wir ja gar nicht, weil es können viele nicht. Gell? Und außerdem, schauen Sie ja ehrlicher, diese Sprachen werden ja gar nicht so häufig gebraucht, wie das immer wieder behauptet wird. Und dann möchte ich eines nicht wissen. Ob einer von Ihren Reiseleitern, gell, das möchte ich nicht wissen, ob einer von Ihren Reiseleitern alle diese Sprachen spricht. Das möchte ich nicht wissen. Also jetzt passen Sie mal auf, Herr Häusler. Na, da ist er nicht. Aber Sie haben doch gesagt, dass er sich wo vorstellen soll. Vielleicht ist er da noch. Nein, da ist er auch. Und ich muss ihn dringend sprechen, weil wegen dem Mädel. Die muss doch irgendwo schlafen. Ja, ist die jetzt alle noch bei einer? Ja, weil sie keinen Wohnsitz hat. Und da muss man sich doch kümmern. Das habe ich ihnen gleich gesagt, dass wir uns da nicht einmischen sollen. Das habe ich kommen sehen, dass sie es jetzt am Hals haben. Na, was ist jetzt? Was denn jetzt? Ich kann auch gar nicht weg da. So ist es beim Friseur. Wir haben heute ab Nacht einen Haufen Geld von der Liedertafel. Ja, das ist jetzt blöd, ist das. Was machen wir denn jetzt da? Da brauchen sie gar nichts machen, das machen wir schon selber. Aber wenn Sie meinen Enkel sehen, dann sagen Sie ihm, er soll gleich kommen oder antelefonieren. Dankeschön, Frau Hellmeier. Bitte schön, wiederschauen. Wo wollen Sie jetzt hin? Irgendwo hin. Wo irgendwo hin? Irgendwo kann man immer hin. Zum Skret, da bleiben Sie jetzt. Irgendwo hin, wo Sie keinen Wohnsitz haben. Fräulein, könnten Sie mir bitte das Etikett da wegmachen? Das stört ein bisschen. Das wirkt sehr störend. Das Etikett vorne. Oh, schon viel besser. Oder was sagst du dazu? Ja, viel besser, weil jetzt auch der Buckel weg ist, gell? Was für ein Buckel? Na ja, der leichte Buckel, den du sonst dabei hast. Wer, wo, was hat wer Buckel? Jetzt komm, ich lass dich nicht ärgern von denen, da die haben überhaupt keine Ahnung. Sehr schön ist das jetzt ohne das Etikett. Da brauchen wir jetzt nur eine graue Flanellhosen dazu. Hm? In der Badehose hat der Charlie Alber schon so einen leichten Buckel gehabt. Der ist jetzt weg. Ja, Gott sei Dank. Ist ja verheerend für einen jungen, auftretenden Reiseleiter, wenn der einen Buckel hat. Stell dir das vor, das ist ein Strand. 20 hübsche junge Damen in der Gruppe, Musikmann will baden. Und dann kommt der Reiseleiter daher und einen Buckel. Alles schön. Das ist dann gut, wenn er so eine Bläser dabei hat. Ja. Und ein taubenblaues Hemd. Ah, ihr seid ein Bläser, hier. Das nehmen wir jetzt. Sehr schön ist das. Wie ein junger, seriöser Geschäftsmann. Sehr schick ist das. Geben Sie es mir, das mache ich schon. Ja? Danke. Und was ist, wenn Ihr Enkel dann heimkommt? Dann kann man halt am Besuch. Wird der da nichts dagegen haben, wenn ich in seinem Zimmer wohne? Ich habe ihm sein Bett im Wohnzimmer gemacht. Und morgen ist auch noch ein Tag, da besinnen wir uns dann, wie es weitergeht mit Ihnen. Also, gute Nacht, Fräulein. Schlafen Sie gut. Und wenn Sie nachts aufwachen und wollen wohin, das ist auf der rechten Seite die zweite Tür. Also, gute Nacht, Fräulein. Schlafen Sie gut. Ich heiße Katja. Gute Nacht, Fräulein Katja. Das ist unser Zimmerherr, der Herr Heinrich. Der ist früher mal ein sehr großer Geiger gewesen. Wie ich klein war, da habe ich auch einmal Geige spielen müssen. Ich wollte Ihnen das noch sagen. Ja, Sie brauchen jetzt nichts sagen. Morgen ist auch noch ein Tag und da haben wir Zeit dazu. Ich fand es unheimlich nett von Ihnen, dass Sie mir geholfen haben bei der Polizei.
Warum haben Sie das eigentlich gemacht? Warum? Ja, wissen Sie, ich habe ein Geschäft gehabt, 25 Jahre lang in dem Haus, das die abgerissen haben. Und das hat mich so geärgert. Ich habe mir zwar vorgenommen, dass ich mich nicht ärgere, aber ich habe eine solche Wut gehabt. Und da macht man halt dann solche Sachen. Also, gute Nacht, Fräulein Katja. Gute Nacht. Du bist in Mombasa. Ein Reiseleiter ist in Mombasa, ja? Und von dem? Die verkaufen Safaris oder Ausflüge oder irgend sowas. Kosten 300 Mark, bei 30 Gleich, sind die 10% seines 900 Mark. Ist das schlecht mit einem Ausflug? Aber du bist ja noch kein Reiseleiter. Aber ich werd einer. Im Frühjahr geht's los. Jetzt mache ich noch Innendienst, Organisation und so. Dann Spanien, ein bisschen Europa und dann Übersee. Überall hin, verstehst? Ja, und ich? Wieso? Ja, was macht dann ich? Wieso, du? Ja, und ich sitze dann daheim und warte, bis du alle paar Monate mal daherkommst. Das mache ich für nicht, das sage ich dir für gleich. Ja, bis jetzt ist er noch nicht in Übersee. Und dann nimmt der Herr Reiseleiter halt seine Frau mit auf die Reise. Das machst du doch, Charlie, oder? Meine Frau, was für eine Frau, wieso? Gestern hier? Gestern hier, Susi! Susi! Wo geht's denn hin? Ist klar. Glaubst du das? Solche Probleme hat ein Seemann jeden Tag. Ist bloß gut, dass dir so gut geht. Mich freut's einfach, dass du jetzt einen Job hast, der dich interessiert. Größere Sache wird das wieder. Ja. So wieder. Gehst du jetzt nimmer mit mir? Schau, ich muss ja fit sein, morgen früh. Es ist 9:45 Uhr. Wenn du bis um 11:30 Uhr bleibst, bist du um 12 Uhr daheim. Wann musst du denn aufstehen? Um 8 Uhr. Dann hast du 8 Stunden Schlaf. Da bist du leicht fit. Bin ich nicht, wenn ich mit denen aufgehe. Warum denn nicht? Weil ich da nicht fit bin. Heute nicht, ein anderes Mal. Ist was? Hast du was? Nein, ich hab nichts. Ich muss ins Bett gehen. Ich bin es nicht gewöhnt, so früh aufzustehen. Charlie. Was ist denn? Nimmst du mich dann wirklich mit nach Afrika und nach Übersee und überall hin? Sagst du, es ist nicht bloß, damit ihr ruhig geht. Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ja, sag einmal, wo bist denn du? Ja, daheim. Ja, das merke ich. Und ich stehe da mit 65 Gästen und darf mit der Wutzel nicht. Sagt aber schlecht, dass du rüberkommst. Naja, ich bin mit dem Charlie beim Essen gewesen. Ja, sag einmal, ist der da? Nein. Was ist jetzt mit den drei Wurstplatten? Ja, ich kann nicht hetzen. Der Fischer hat gesagt, wenn es nicht gleich wird, dann geht er. Ja, dann soll er gehen, Herrgott, noch einmal. Bin ich ein Mensch oder was bin ich? Der soll seine Oma anrufen. Die sitzt daheim mit einem fremden Fräulein und wartet auf ihren Enkel. Was? Mit wem? Was ist los? Ach, gib ihn her. Wenn ich das sage, ist er nicht da. Ja, dann komm rüber, aber schnell. Was für ein Fräulein? Das erkläre ich dir dann schon. Jetzt hör auf zum Telefonieren und komm. Lieber Karl, geh nicht in dein Zimmer. Dein Bett ist im Wohnzimmer. Gruß, Oma. Aha. Aha. Wo bist du? Und? Hast du mir nichts zum Sagen? Wieso? Möchtest du mich kontrollieren, ob ich heimgegangen bin? Du bist morgen fein nicht, gell? Ihr habt einen Besuch. Was haben wir? Stell dich doch nicht so. Bei euch wohnt ein Mädchen in der Wohnung. Jetzt weiß ich auch, warum du so schnell heimgegangen bist. Warum lügst du mich an? Sag mal, jetzt geht's aber los. Sag mal, bist du nicht ganz gescheit im Kopf, oder was? Was ist das für ein Mädchen? Das Spatzerl.
Was für ein Mädel? Frag einmal deine Oma. Hallo. Hallo. Heut? Charlie. Hallo. Charlie. Susi. Susi. Hallo, Susi. Gut, dass du da bist. Avanti popolo, alla risposta, Baniere rossa, Baniere rossa. Ich singe etwas anderes. Was? Was anderes. Well, my baby drove up in a brand new Cadillac. My baby drove up in a brand new Cadillac. Gib mich heim. Liegt der Zahn in meinem Bett. Ja, ja. Was? Kommt der Susi, ihr Verlobter, nach Hause, da liegt ein Zahn im Bett von der Susi, ihrem Verlobten. So ein Zufall. Die braucht ein Zimmer. Da muss sich wer kümmern. Ich kann mich da nicht um alles kümmern. Ich muss mich erst einmal um meinen Job kümmern, das ist wichtig. Du, vielleicht... Ja. Was noch? Ich weiß kein Zimmer. Ich weiß auch kein Zimmer. Wir wissen eben beide kein Zimmer. Aha. Was ist denn jetzt? Jetzt ist er hier. Was ist? Hier ist er wieder. Ich bin nicht spät. Kapitalistische Wirtschaftssystem, das heißt die private Verfügungsgewalt über die Mittel der Güterherstellung durch eine Minderheit der Gesellschaft, schafft zwei Gruppen von Menschen. Solche, die in erheblichem Umfang über die Produktionsmittel und damit über den Güterreichtum der Gesamtgesellschaft verfügen und solche, die nicht über die Produktionsmittel verfügen und in ihrer Arbeit fremden Willen unterworfen und zu freier Selbstbestimmung nicht in der Lage sind. Das sind wir. Das geht aber noch weiter. Also, wenn der Herr Achtaler und ich damals hätten dreinreden dürfen, dann hätten sie das Haus nicht abgerissen und wir hätten das Geschäft noch. So haben wir nichts. Das dürfen sich doch nicht gefallen lassen. Das sagt der Karl auch. Aber das mache ich nicht. Ich verklage nicht. Ich verklage einfach nicht. Sie sollen sich auch nicht gegen den Herrn Achtaler wehren. Der ist doch selber reingelegt worden. Wir müssen uns gegen das ganze System wehren, das Ihnen und dem Herrn Achtaler die Existenzgrundlagen weggenommen hat. Gegen wen soll ich mich wehren? Gegen das ganze System. Wer ist denn das? Die, die dahinter stecken. Die kenne ich ja gar nicht. Guten Tag. Grüß Gott, Herr Heinrich. Das ist unser Besuch. Und das ist der Herr Heinrich, unser Zimmerherr. Grüß Gott. Gerne. Also, nochmal von vorn, gell? Abreise Hannover, Zielort London. England? Naja, London gibt's mehrere. In Amerika gibt's ein London, in Kanada gibt's eins. So ist es nicht, gell? Also, ja. London, London, England. Moment, Moment, London, London. Sommerflugplan. Sie haben den Sommerflugplan. Aha. Aha, Moment, ihr habt den Sommerflugplan. Moment. Aha, hab schon. Also, erste Maschine in dem Sinn gibt's ja gar nicht, gell? Also, die erste Maschine von Hannover nach London ist erst 10.40 Uhr. Da fliegen Sie dann gleich besser über Frankfurt. Moment. Moment. Hannover ab 7.15 Uhr. Frankfurt an 8.00 Uhr. Frankfurt ab 11.10 Uhr. Aha, da haben Sie 3 Stunden Aufenthalt. Das ist sehr schön. Also, da sind Sie in London im Moment. London um 12 Uhr Mittag sind Sie in London, gell? Moment bitte. Moment. Hören Sie, 7.20 Uhr ab Hannover, 8.45 Uhr in London. Ja.
Ja, wollen Sie gleich fest buchen, ja? Mhm. Ja, 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 ja. Ja, Herr von Stein. Ja. Von Stein, wie man spricht, ja? Ja, fest buchen, ja, ja, ja. Können Sie sich darauf verlassen, ja, ja. Ja, ja. Mach doch das Fenster zu, ich bitte. Wir kriegen ja alle noch Grippe. Solange hier drin geraucht wird, bleibt das Fenster offen. Ja, ja, Herr von Stein, ja. Ja, von Stein, wie man spricht, ja. Bitte, Herr, bitte, Herr. Hilde, schau, wir kriegen ja alle noch Grippe. Dann sind wir alle krank. Solange hier geraucht wird, bleibt das Fenster offen. Der eine will das, der andere will wieder was anderes. Dann ruft wieder einer aus Athen und möchte Informationen. Dann ruft ich wieder in Paris und gibt denen da Bescheid. So geht es den ganzen Tag. Du bist geschafft auf Nacht, das sag ich dir. Und das machst du so alles? Nein, einer muss ja machen. Und bevor ich dann jeden Einzelnen sag, was er zum Tor hat, dann mach ich es lieber gleich selber. Aber geschlaucht bin ich natürlich. Ich bin jetzt wahnsinnig müde. Ich glaub's gescheit, dass die Weide jetzt heimgehen und damit ins Bett legen. Zu deinem Besuch vielleicht, hä? Was? Meinst du vielleicht, ich weiß nicht, was los ist? Ich weiß genau, was los ist. Was? Was ist los? Der Schmarrn mit, ich bin so müde und so geschafft und so. Ich weiß genau, was los ist. Was? Was ist los? Was haben Sie studiert, wenn ich mir die Frage erlauben darf? Ich habe Germanistik studiert. Oh. Das heißt angefangen. Aber jetzt studieren Sie nicht mehr, oder? Nein. Und warum nicht, wenn ich mir die Frage erlauben darf? Weil mein Vater nicht mehr bezahlt, wenn Sie es genau wissen wollen. Da wird Ihr Vater schon Gründe gehabt haben, oder? Was wollen Sie eigentlich von mir? Wollen Sie mit mir streiten oder was? Und warum hat er nicht mehr bezahlt, wenn ich mir die Frage erlauben darf? Weil wir verschiedener Auffassung sind über gewisse Dinge. Dinge politischer Art? Auch das. Ja, sag einmal, was machst denn du da? Tint war schon mal, wenn's recht ist. Nee, doch gar nicht! Du machst das ganze Geschirr wieder dreckig. Susi, tu doch das Geschirr da wieder raus! Mit dem Kram, mit dem Kopf verfluchten, verstehst du? Jeden Tag was anderes kaputt. Jetzt schlägt es halt. Kann er sich da bald einen anderen suchen? Einen anderen Deppen, der ihm sein Taxi baut. Ja, dann sag's ihm halt selber. Ich sag ihm jetzt schon seit 2 Jahren. Was denn da? Nix. Das ist eine irrsinnig dufte Kneipe, da bin ich öfters. Das sind unheimlich interessante Typen da herin. Der da zum Beispiel, siehst du, der da mit dem Hemd, das ist der Bubi. Servus, Bubi. Servus, Charlie. Bubi. Das ist der Bubi Altmüller, ganz verreckter Hund. Ausschauen tut er wie ein Metzger, der war die größte Wurstfabrik von ganz Bayern. Unheimlich, stinkig reich. Was ist denn Chuffi? Chuffi Kim? Servus, Chuffi. Chuffi, hat der Platz für mich? Charlie, schau mal. Servus, du, ja. Okay. Du, schau mal, der eine, der da so eng tanzt mit der einer da, siehst du? Das ist der Franz, ein unheimlich harter Typ, der größte Gebrauchtwarenhändler von München. Stinkig reich, das glaubst du gar nicht. Werft man da mal durch? Merci, gell? Mach's doch bitte Platz für den Stammgast. Servus, das war nett, gell? Servus.
brauchst du ja los zu sein, bitte. Tschuffi, Klone, was machst du denn allerweil? Ha? Was kriegen wir heute? Ja, was kriegen wir denn? Sagen wir's einmal. Den Wodka Tonic. Genau, die bringst du da. Das sind unheimlich dufte Typen, Lörin. Das kann man gar nicht mit dem Einblick nicht drauf, verstehst du? Ich find solche Typen beschissen. Was? Ja, naja, aber ich mein, die muss man mögen, sonst mag man sie gar nicht, verstehst? Wo bist denn du, wieso hingegangen, wenn du hingegangen bist? Ha? Ein Tschuffi, merci, Tschuffi, gell? Bussi. Wenn ich gleich kassieren darf? Ja, was kriegst du? 18 Mark. Aha, kriegst du. Danke schön. Da stimmt schon, gell? Das gibt's ja nicht, was die da verlangen. Nein, das ist ja die Top-Diskothek, die ist an ihnen, verstehst? Die wissen genau, was verlangen müssen, aber das ist natürlich klar, dass bei solchen Preisen bestimmte Gäste gar nicht in Frage kommen, verstehst? Eine ganz raffinierte Masche ist. Das imponiert dir was? Da stehst du drauf, auf ganz raffinierte Maschen. Okay, wirklich nicht. Warum imponieren dir eigentlich solche Leute, wie der Autohändler und der Wurstfabrikant? Okay, das sind doch auch Menschen, oder vielleicht nicht? Weicht doch nicht aus? Wer weicht aus? Ich weich aus, wer so weich ich aus? Geh, ich weich da nicht aus, Schmarrn. Kim, ganz mal. Zuerst gibst du mir eine Antwort. Wo ist denn für eine Antwort? Ich hab dich gefragt, warum dir die Leute hier so imponieren. Kim, jetzt tanzt mal. Also? Warte, fix, weil die was machen und andere machen nichts und die machen wenigstens was. Das wollte ich nur wissen. Komm. Du bist vielleicht eine. Bis ihr Mensch verändern kann. Ab morgen kann er sich einen anderen Fahrer suchen. Da freut man sich, dass er einen Job gefunden hat, der ihn interessiert. Und dann? Es ist typisch. Da wird er sich anschauen, wie er mit ihm keinen fährt. Keiner. Gar keine. Überhaupt keine. Mama hat gesagt, dass das ein ganz hübsches Mädchen sei. Ich finde das ja unmöglich von seiner Oma. Wir sind immer zu mir gegangen, wenn man mal für sich sein wollte. Weil er gesagt hat, dass seine Oma das nicht mag. Und jetzt? Jetzt wohnt die gleich bei ihm. Ich möchte wissen, ob das überhaupt erlaubt ist. Und wenn er einen findet, dann fährt er keine zwei Tage damit. Weil ihm dann der Kahn unterm Hintern zusammenfällt. Und das freut mich dann. Da freut man sich, dass er mal aufwärts geht und dann. Dann ist alles ganz anders, als wenn man sich's vorgestellt hat. Immer ist alles anders. Frau Pfeiffer? Also? Nein. Dann mache ich einen Prozess. Das machen Sie. Ja, jetzt gehen wir. Wo gehen Sie hin? Wir gehen jetzt essen, weil Mittag ist. Mahlzeit. Ich muss mit Ihnen reden. Sie können jetzt nicht weggehen. Da haben wir jetzt einen jungen Kollegen, der kommt gleich. Der redet gern mit Ihnen. Ihm können Sie alles erzählen. Der kennt das noch nicht. Der freut sich bestimmt. Bei dem sind Sie ganz gut aufgekommen, gell, Frau Pfeiffer? Mahlzeit. Lügen. Nichts als Lügen.
halbes Zimmer in Torres Trella gewesen. Zuerst hat's geheißen, dass wir ein Doppelzimmer kriegen für den Preis von zwei Einzelzimmern. Na, ich hab erst nur ein Einzelzimmer gehabt, weil mein Verlobter noch nicht gewusst hat, ob er mitfahrt. Moment, gell? Moment, das muss ich mal. Aber dann ist er doch mitgefahren und er wollte mal ein Doppelzimmer haben. Aha. Dann hat's keine Doppelzimmer mehr gegeben, sondern bloß zwei Einzelzimmer. Da brauche ich nicht verlobt sein, wenn ich zwei Einzelzimmer habe. Außerdem hat's geheißen, Meerblick und Bad und alles. Und Ruhe. Ruhe ist mir das Wichtigste gewesen, wissen Sie? Weil ich nämlich in der Landsberger Straße wohne. Kennen Sie die Landsberger Straße? Ja, dass er irrsinnig viel Verkehr ist. Aber ruhig ist überhaupt nicht gewesen, sondern ganz laut, weil sie baut haben. Vorm Hotel und hinterm Hotel und im Hotel. Außerdem habe ich im Hotel nicht essen können, weil sie die Küche auch erst baut haben. Da haben wir dann Gutscheine gekriegt für ein Lokal ganz in der Nähe. Dreiviertel Stunde Fuß. Und wie uns die behandelt haben, bloß weil wir bloß Gutscheine gehabt haben. Zuerst sind immer die anderen bedient worden, die normal zahlt haben. Und dann hat es nur gewisse Speisen gegeben. Die hat mein Mann überhaupt nicht vertragen. Da hat er dann, er hat tagelang in seinem Zimmer bleiben müssen. Obwohl, das wäre ja an sich wieder wurscht gewesen, gell? Weil an Strand hat man sowieso nicht können. Das Wasser ist so dreckig gewesen, dass einem graust hat, so hat es gestunken. Ja, wegen der Umweltverschmutzung, gell? Alles Ausreden, Kanalisation haben sie keine gehabt. Und das Hotel hat einfach alles so ins Meer. Sauerei ist das. Ja, sowas gehört sich doch nicht. Das ist eine riesige Sauerei ist das. Ja. Ja, und dann? Ja. Ach so, ja. Dann haben wir uns beim Reiseleiter beschwert. Der hat gesagt, wir sollen halt zurückfliegen, wenn uns was nicht passt. Und das haben wir dann gemacht. Naja, das war sehr vernünftig, war das. Gell, das sagen Sie auch. Das war ein Linienflug und hat 960 Mark gekostet und die wollen wir jetzt wieder haben. Das verstehen Sie doch, oder? Ja, ja, logisch. Entweder kriege ich jetzt mein Geld oder ich mache einen Prozess. Na, na, Frau Pfeiffer, da muss man sich doch nicht aufregen. Wir werden uns doch im gegenseitigen Einverständnis, werden wir uns doch da treffen können. Grüß Gott, Frau Hasler. Grüß Gott, Herr Heine. Grüß Gott. Was fällt Ihnen ein, Herr Heisler? Hm? Wie kommen Sie dazu, dass Sie solche Zusagen machen? Hm? Ruhe. Geben Sie mal eine Antwort, Herr Heisler. Ja, wieso? Wie Sie dazu kommen, möchte ich wissen. Haben Sie einmal unsere Reisebedingungen durchgelesen? Ja, logisch. Und da steht unter 12a, da, der Reiseveranstalter haftet für die Schäden, die... Sie sollen nicht 12a lesen, sondern 12b. Und da steht's. Der Reiseveranstalter haftet nicht für Handlungen und Unterlassungen der einzelnen Leistungsträger. Unregelmäßigkeiten aller Art. Ausfälle, Änderungen, Verspätungen... Ja, unter 12c steht, die Reiseleitung ist ausdrücklich beauftragt für die Behebung der beanstandeten Mängel zu sorgen. Und unter 12d heißt's... Die Reiseleitung ist nicht befugt, für den Reiseveranstalter irgendeine rechtsverbindliche Erklärung abzugeben. Ja, aber... Ruhe! Ja, bitte. Sofort. Sofern der Reiseteilnehmer ganz oder teilweise auf von ihm gebuchte Leistungen verzichtet, erfolgt keine Rückerstattung. Ebenso ist in solchen Fällen jegliche rechtliche Haftung ausgeschlossen. Aber ich meine, was hat das für einen Sinn, wenn unter 12a das Gegenteil steht von 12b und unter 12c das Gegenteil von 12c? Sie, unsere Verträge sind von Juristen ausgearbeitet. Verstehen Sie mich? Das hat einen Haufen Geld gekostet. Damit das alles ganz klar formuliert ist und dass es keine Missverständnisse gibt. Und da werden Sie jetzt doch nicht daherkommen und nach dem Sinn fragen. Vertrag ist Vertrag. Und wenn er unterschrieben ist, dann gilt er. Haben Sie mich? Und die Krampfhänder da, die Frau Pfeiffer, die soll prozessieren. Wenn ihr was nicht passt. Der Prozess ist einfach was Schönes. Wenn man recht hat. Das werden Sie auch noch lernen, Herr Heisler. Ja, man, das ist aber nur eine Frage der Auslegung. Es kann nämlich genauso gut sein, dass das Gericht im 12a-Paragrafen. Geht das Schanz, was wir da machen? Jetzt haben Sie da endlich jemand, der Ihnen hilft. Das war die Idee von Freund Katja. Das mit den Vorhängen. Ich selber jetzt gar nicht machen können. Da wäre es doch ganz einfach, dass vor allem bleibt gleich hier wohnen. Wenn Sie sich so gut mit ihr verstehen. Ja, wenn wir mehr Platz hätten, die wissen. Gern hier parken, die Katja. Das ist doch ganz einfach. Sie kann doch mein Zimmer nehmen. Ja, und Sie? Ich? Ich zieh aus. Dann störe ich hier nicht mehr. Haben Sie einen Föhn? Ich? Nein. Wieso denn? Sie können ja gleich noch ein paar so Typen kommen lassen und dann machen Sie ja eine rote Zelle auf. Was soll denn das heißen? Das wissen Sie doch ganz genau. Glauben Sie, ich weiß nicht, aus welcher Ecke Sie kommen? Ja.
Ich habe da eine ziemlich ferne Nase. Ich habe das alles erlebt, am eigenen Leib. Damals, da waren es die Faschisten von rechts und jetzt sind es die Faschisten von links. Aber ich will jetzt meine Ruhe. Endlich. Verstehen Sie? Aber ich habe jetzt nicht mehr die Kraft. Und wenn ich das nicht haben kann, dann muss ich eben gehen. Das hat er nicht so gemeint. Der hat ein Schicksal hinter sich, der Herr Heinrich. Das müssen Sie nicht ernst nehmen. Und außerdem ist er immer ein bisschen wehleidiger gewesen. So, jetzt sag ich Ihnen noch was, was Sie Ihnen fürs Leben merken können. Wenn wieder einmal wer kommt und der Herr Jäger ist nicht da und der will sich beschweren, dann schauen Sie den erst einmal in Ruhe an, ob der überhaupt die Nerven hat für eine Beschwerde. Für den nächsten Tag ist es vielleicht scheiter, wenn Sie nichts mit Kunden zu tun haben. Ich muss morgen früh schnell nach Palma. Übermorgen bin ich wieder da. Oben sind die Unterlagen für den neuen Prospekt. Der muss noch mal überprüft werden auf den neuesten Stand. Der Herr Jäger hat die Daten und die Dias. So, dann muss er gleich in die Druckerei. Heute Nacht noch. Jetzt haben sie einen Auftrag, das machen sie jetzt. Der und das mit der Frau Pfeiffer vergessen wir heute dabei. So einen Fehler macht ja jeder. Sie sind ein junger Mensch, aber einen zweiten Fehler machen sie nicht mehr. Geh, sonst fliegen sie raus. Alles klar, Herr Häusler. Okay. Und hier auf der Liste von dem Prüfer steht, dass es in der letzten Saison zahlreiche Beschwerden gegeben hat. Weil das Essen ungenießbar ist, die Klimaanlage defekt, das Wasser im Schwimmbad. Gib die Listen her, das sind doch in Terras, geht doch kein Mensch mehr so, du bist gut. Komm, mach mal weiter, also. Wo ist das Beutel von Miramar? Da. Nicht das, das ist ja alles, da muss eine neuere geben, bessere. Das ist typisch für das ganze System. Nicht die Hotels werden besser, sondern die Fotos. Also, so kann ein Mensch nicht arbeiten. Entweder du holst mir jetzt oder bist statt. Schau, ich kann du auch nichts dafür, ich muss das auch machen und muss das nachher in die Druckerei bringen, verstehst? Also, red nicht wieder vom System, weil ich kann auch nichts dafür. Natürlich kannst du was dafür. Ich kann was dafür? Wieso kann ich was dafür? Wer kann was dafür? Ja, du hast doch die Informationen, die wirklichen, aber du gibst sie nicht weiter an die Kunden. Ja, das geht doch den Kunden nicht so. Ja, du bist gut, was meinst du, was da los ist? Da wird ja nichts mehr bucht. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube viel eher, dass es den Kunden konsumkritischer macht, wenn man ihm ehrlich sagt, was ihn erwartet. Und dass das auch die Qualität der Ware steigert im Endeffekt. Aha. Weißt du, was du jetzt da gesagt hast? Weißt du das? Na klar, die Förderung zum kritischen Bewusstsein im Verbraucher. Schmarrn. Schmarrn, Schmarrn. Das ist eine Riesenidee. Das ist eine Negativwerbung ist das. Das ist eine ganz raffinierte Methode ist das. Das ist ja riesig. Das ist ja ganz riesig. Das ist ja eine Revolution ist das. Ja, in der Touristik ist das eine touristische Revolution, verstehst? Das ist ja riesig. Das ist ja ganz riesig. Da macht man ganz was Neues. Ich habe nichts gegen dieses Mädchen, Frau Häusler. Gar nichts. Ich finde sie sogar sehr nett. Aber die Ideen, die sie hat, die sind gefährlich. Sie sind sogar sehr gefährlich. Ich kenne diese Leute. Die wollen alles verändern, alles umstellen, alles kaputt machen. Sie haben es damals erlebt und ich habe es erlebt. Das kann man doch gar nicht vergleichen. Die Nazis haben doch ganz andere Anschauungen wie die Katja. Sicher, sicher, ich bin ja nicht dumm. Ich weiß das zu trennen. Aber Frau Häusler, ob mich jemand von links erschießt oder von rechts, das bleibt letzten Endes ganz gleich. Wenn man derjenige ist, den die Kugel trifft. Ich weiß gar nicht, was ich allebei für Zeugs daherreden. Wer wird erschossen? Wer? Wo schießt wer? Ich glaube, Sie müssen ein bisschen ins Gebirg fahren zur Erholung. Sie sehen ja schon Gespenster. Ich sehe ganz klar. Ganz klar, Frau Häusler. Kennen Sie dieses Mädchen? Wissen Sie, wo sie herkommen? Wer die Hintermänner sind? Gar nichts wissen Sie. Sie haben sie einfach auf der Straße aufgelesen und jetzt sitzen wir hier auf dem Pulverfass und wissen nicht, wann es losgeht. Grüß Gott. Hallo. So, guten Abend.
Also, was ist jetzt? Die rufen nicht mehr an. Geh. Die rufen überhaupt nicht mehr an. Susi. Rufen du an. Das macht ja nichts. Aber schön ist. Du bist ganz schön sentimental. Aber schön ist. Oder ist nicht schön? Weicht er nicht aus? Ich weiche nicht aus. Gib mir eine Antwort. Ist schön oder ist nicht schön? Ja oder nein? Also komm. Ich glaube, da haben wir doch einen Fehler gemacht. Wo denn? Naja, mit den Prospekten, das, was wir vorhin besprochen haben. Weißt du, ich... Weißt du, ich habe mir gedacht, dass... Sie sollen zum Chef kommen, Herr Heisler. Der Chef ist in Palma. Haben Sie gemeint, gell? Ist das wahr, was der Herr Heinrich über Sie sagt? Ja, das ist wahr. Ich hätte nie gedacht, dass der Karl sowas macht. Aber er ist doch nicht zu ihr. Sie ist zu ihm. Sie sind jetzt still. Frau Häusler, ich bin zu ihm ins Zimmer gegangen, nicht er zu mir. So. Ist das so schlimm? Schlimm ist nicht. Aber Frau Häusler, ja, so geht das doch nicht. Ich kann mich doch erinnern, dass damals dasselbe Problem mit der Susi war. Da waren Sie aber sehr dagegen. Ich kann mich noch genau erinnern, was Sie damals gesagt haben zum Karl. Wenn es schon sein muss, dann aber nicht in meiner Wohnung, haben Sie gesagt. Haben Sie das gesagt oder nicht? Ich habe das hier kommen sehen. Was sind diese Leute? Diese Ideologien. Alle Werte umkehren, umdrehen, zerstören. Und wenn Sie dann glücklich alle Werte umgekehrt haben, dann... Oder das zum Beispiel. Ein Tipp für den harten Mann. Eine Fundgrube für den Individualurlauber. Wenn Sie die schwermütige Atmosphäre eines Luxushotels lieben, dessen beste Tage vorbei sind,
wenn sie gesund genug sind, eine Küche zu würdigen, die selbst in die robusten Mägen der Eingeborenen wie ein wahrer Hammer... Was? Ein Hammer? Wenn sie eine echte Kämpfernatur sind und ihren langweiligen Büroalltag vergessen wollen, dann stürzen sie sich in die Schlacht und führen sie den aufregenden, herrlichen und nervenzerfetzenden Kampf gegen unser ungeschultes und lustloses Bedienungspersonal. Kommen sie ins Golfhotel. Go where the action is. Golfhotel. Ja, sagen Sie mal, sind Sie ganz narrisch geworden, Herr Eisler? Darf ich mal was sagen? Ruhe! Weil Sie nicht verstehen, dass das eine Revolution in der Touristik ist. Eine Negativwerbung, eine Riesenidee. Was ist das? Ehrliche Reisen. Ehrliche Reisen mit ehrlicher Reisen. Die schlechten Hotels werden in witziger Form werden. Was soll da witzig sein, heißt man? Was da witzig ist, Mensch? Da haben Sie keine Beschwerden mehr. Weil die Leute von vornherein wissen, was Sie sich eingelassen haben. Verstehen Sie das? Eine Riesenidee. Eine Negativwerbung. Ich verklag Sie, gell? Damit Sie es wissen. Da brennen Sie Ihr Leben lang. Für einen jeden Kunden, der wohl nicht bei mir bucht, verklage ich Sie auf Schadenersatz. Millionen, gell? Millionen. Damit Sie es wissen. Sie sind entlassen. Fristlos. Nass. Ja. Sie sind entlassen, Herr Heißler. Auf mein Gefühl hätte er mich verlassen sollen. Ein Mensch, der nicht einmal eine Ausbildung hat. Auf meinen ersten Eindruck hätte er mich verlassen sollen. Ein Mensch, der nicht einmal eine mittlere Reife hat. Dreiviertelreife, gell? Dreiviertelreife. Negativwerbung. Wenn Sie eine echte Kämpfernatur sind und Ihren langweiligen Bürotag vergessen wollen, dann stürzen Sie in die Schlacht und führen Sie ihn auf. Negativwerbung. Jäger! Ja! 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 Passen Sie mal auf, Jäger. Ich habe da eine riesen Idee. Findet man nicht. Die findet man schon. Fahr weiter. Wohin jetzt? Das weißt du eh nicht. Fahr nach Schwabing. Fahr nach Schwabing. Und jetzt? Das weißt du nie. Halt! Katja! Katja! Entschuldigung. Und wohin jetzt? Irgendwohin. Irgendwohin. Das ist ganz schwer. Fahr zur Susi. Reichtum der Gesamtgesellschaft verfügen und solche, die nicht über die Produktionsmittel verfügen.